Also ich stelle mich einfach nicht vor, ich wurde ja schon vorgestellt, genau. Ich singe so ein kleines Lied. Ne? Wer erinnert sich noch alles an Momo? Ja. Wer noch die Zeit und Muße hat, der glaubt noch an Kindermärchen. Und wer noch von Dingen zu erzählen weiß, die andere schon längst abgetan, um mit Kindergeschichten von grauen Herren zu berichten, die kamen und sahen und riechten, um sich demonstrativ hinter roten Zahlen zu verkriechen und unsere Wälder zu lichten und das wahre Wort zu vernichten. Cassiopeia nur noch als Sternenbild und Momo treibt wild in der Bild und wieder alles über den Kamm geschert und in die Abstrittität gestellt und gezerrt, merkt man nicht, wie die schöne Zeit durch den Filter mit Nikotin gezogen. Komm, wir wissen das doch alles. Trotzdem haben sie uns um die Realität betrogen. Unser Motto, vor allem für uns hier in Hamburg, ist, das hat die Oma eines Freundes immer gesagt, ein bisschen Höflichkeit und Freundlichkeit kosten nichts. Möchte ich nochmal alle dran erinnern, sich bitte hier während der Veranstaltung und auch sonst ist es eigentlich eine gute Idee, immer höflich und freundlich auszudrücken. Danke. Unsere zwei großen Thesen sind, wir sind für Frieden in Europa und auf der Welt und wir sind für ein nachhaltiges Geldsystem ohne Wachstumszwang. So, und was ich jetzt nochmal sagen wollte, wir haben dieses Mal hier keine Flyer. Letztes Mal hatten wir einen Flyer, diesmal gibt es von uns keinen. Und es wurden hier ja auch Flyer von irgendwelchen anderen Personen oder Organisationen verteilt. Wir möchten nochmal klarstellen, dass das dieses Mal und von jetzt an nicht erwünscht ist. Wenn euch jemand einen Flyer gibt, dann weist diese Person bitte darauf hin. Und falls sie nicht kooperiert, dann wendet euch an jemanden mit den weißen Ordnerbändchen oder auch direkt an unsere Freunde von der Polizei. Danke. Auf meinem Arm steht auf Dänisch: Der Preis der Ehrlichkeit ist Freiheit. Ich dachte, als ich das hab stechen lassen, dass das was Privates ist, so eine Sache zwischen mir und irgendjemandem. Ich glaube aber, dass dieser Satz, der Preis der Ehrlichkeit ist Freiheit, viel mehr ist als was Persönliches. Ich möchte, dass Frieden kein Krieg ist und dass das Volk sich durchsetzt. Und ich möchte, dass die Rassisten die ganz braunen Menschen nicht mehr ärgern, sondern sie als normale Menschen bezeichnen, was sie auch sind. Sie haben nur eine andere Hautfarbe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstbewusstsein. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemand beleidigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzudrücken, obwohl ich wusste, dass die Zeit nicht reif war und der Mensch nicht bereit, und auch wenn ich selbst dieser Mensch war. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen, und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Einladung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Aber das ist halt so, unsere Herzen verbinden uns. Und ich finde es einfach wunderbar, was hier gerade passiert. So, ich sehe auf der ganzen Welt, wenn ich ins Internet gucke, Menschen, die sich miteinander verbinden, die miteinander sprechen, die miteinander kommunizieren. Und ich habe noch nie erlebt, dass sich da irgendwelche Leute, wenn es um den Frieden geht, irgendwie nicht einig sind. Das ist einfach so. Wir wünschen uns alle Frieden.
Und wir sind friedlich in unseren Herzen. So, und wenn wir uns um uns selber kümmern, dann sind wir auch in unseren Herzen zentriert. So, und dann sind wir friedlich. Und dann ist alles gut. Und dann können wir uns auch um die Welt kümmern. So, aber jeder Mensch, der aufs System schielt, so, aber nicht sich um sich selber kümmert, so, der kann auch nichts verändern. So, weil das muss erst in uns drin passieren. Das ist einfach so. Hallo Welt. Hallo Menschheit. Wir haben eine Idee. Eine Idee von Frieden, Einigkeit und Freiheit. Darum stehen wir auf der Straße und bekunden unsere Solidarität mit jedem Menschen, jeder politischen Richtung, jeder Kultur, jeder Religion und jeder Weltanschauung, die für Frieden und Freiheit steht. Wir beobachten mit Hoffnung, dass auf der ganzen Welt die Menschen auf unser Land schauen und ein Zeichen erwarten, das zeigt, dass wir bei euch stehen. Auch wir haben erkannt, dass man uns manipuliert und hintergeht. Unsere Medien belügen uns genauso wie euch. Niemand berichtete über Wochen, dass es auch hier einen Widerstand gibt. Das erfüllt uns mit Enttäuschung und Traurigkeit. Wir reichen euch die Hand und machen euch dieses Friedensangebot, im Sinne des Friedens, den wir alle anstreben. Wir wissen, dass ihr von den Banken und euren Politikern verraten und ausgenutzt wurdet. Auch wir spüren das. Wir sehen Truppenbewegungen nach Osten. Wir erkennen, dass unsere Medien nicht die Wahrheit sagen, was unsere Nachbarn und Freunde, die Russen und die Ukrainer, angeht. Doch wir lassen das nicht mehr zu. Wir sind aufgestanden. Gerade darum treten wir auf die Straße. Wir wollen nicht, dass ein großer Krieg oder ein Wirtschaftskrieg uns erneut spalten. Wir wünschen uns, dass wir vereint sind, als Menschen, Europäer und Weltbürger. Darum schließt euch uns im Wunsch für Frieden, Einigkeit und Freiheit an. Wir fordern euch auf, steht auf und tretet auf die Straße. Fordert den Frieden ein, den wir alle verdient haben. Fordert die Freiheit ein, die wir alle verdient haben. Verdient damit, dass wir Menschen sind. Nur gemeinsam können wir der Macht unserer Banken und kontrollierten Politiker widerstehen. Ihr System reformieren. Vergesst niemals, die Menschen haben die Macht über Wirtschaft und Politik. Es ist niemals andersherum. Egal, was man euch sagt. Bleibt immer friedlich. Stellt euch gegen jede Form von Gewalt. Dieser Aufruf gilt allen Religionen und Glaubensrichtungen dieser Welt. Den Agnostikern und Atheisten, Juden und Moslems, den Christen und Buddhisten und all den anderen kleinen und großen Glaubensformen. Er gilt allen Staaten und Völkern, politischen Richtungen, Kontinenten und Kulturen. Bringt euch an, arbeitet mit uns zusammen, schließt euch uns Seite an Seite an, vereint im Glauben an Frieden und Freiheit. Wir werden uns nicht immer einig sein, wir werden andere Ansichten und Weltanschauungen vertreten, wir werden an unterschiedliches Glauben und uns in Moral und Recht unterscheiden. Die Unterschiede sind es, die uns Menschen ausmachen. Wir werden jedoch immer eins gemeinsam haben, den Wunsch nach Frieden und Freiheit. Dieser Wunsch wird uns einen. Dieser Wunsch macht uns zu gleichen Menschen. Wir werden alles gemeinsam überstehen, wenn wir zusammenhalten. Danke. Dankeschön, Jan. So, als nächstes wollen wir eben diese Ich-Wünsche-Mir-Aktion machen. Und dann würde ich dich einfach mal bitten, dass du dir gleich zu Anfang mal deinen Wunsch äußerst. Ich wünsche mir eine Welt, in der... Okay, wer die anderen auffordert, muss auch was zu sagen haben, ne? Hallo, ich bin Mensch. Und ich war lange Zeit traurig. Und jetzt fasse ich wieder Hoffnung. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir weniger müssen, dass wir mehr sollten oder dürfen, können, weniger müssen. Danke. Was ich eben vergessen habe, ist das, was ich mir wünsche. So. Denn ich sehe hier und jetzt, 2014, die Chance, was wirklich Großes zu starten, sich alle Menschen miteinander vereinen, und das wünsche ich mir. So, deswegen möchte ich auch alle bitten, die eine Kamera haben, kommt hier jeden Montag wieder, nehmt das auf, teilt es mit der Welt, zeigt es in der Familie rum, holt hier Leute ran. So,
Das ist was ganz Großes, das ist der Start von was ganz Großem, das weiß ich. Ja, Mann, das ist der reale Shit hier. Von mir aus auch das. So, also ich wünsche mir, dass wir alle weiter zusammenhalten, dass das Ganze wächst und dass wir die Welt 2014 vereinen. So. Also ich wünsche mir, dass wir endlich die Bevölkerung das Wort bekommen und endlich den Mut haben, auch etwas zu sagen. Und ja. Ich wünsche mir, dass man die Redner aussprechen lässt und nicht dazwischen brüllt und stattdessen einfach mal auf die Bühne hier nach vorne kommt und auch was erzählt. Also, hi ihr Lieben, erstmal super toll, dass ihr so viele seid. Also, ich habe noch eine kleine Geschichte, aber die kommt später. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, mit und von Deutschland sind zwei Weltkriege ausgegangen. Wie wäre es denn mal, wenn von uns der Weltfrieden ausgehen würde? Ja, hallo. Ich sehe, jetzt kommt hier ein bisschen Stimmung auf und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir auf jeden Fall das, was hier die ganze Zeit schon läuft und das, was auch weiterlaufen wird, nämlich ganz viel Vielfältigkeit, ganz viele, viele Meinungen, die eingebracht werden. Jeder sollte oder darf seinen Teil dazu beitragen. Jeder. Ich wünsche mir zwei Dinge. Das erste hat leider nur mit Technik zu tun. Möglichst mit dem Mikrofon vor den Lautsprecher bleiben. Wegen dem Wind dreht sich ja alles, deswegen kann es schnell pfeifen. Und ich wünsche mir, dass der Westen nicht anderen Nationen seinen Willen aufdrückt. Ja, was gehen uns andere Völker an, beziehungsweise warum müssen wir unsere Ansichten, unsere Moral und alles, warum müssen wir das anderen Leuten, anderen Nationen aufdrücken? Finde ich nicht in Ordnung. So, ich bin Timothy, ich bin auch als Mensch hier, schön als Mensch hier sein zu dürfen und zu können. Und ich wünsche mir eine Welt, in der jeder Einzelne über den ganzen Planeten den Menschen wieder als etwas definieren kann, der sich Gerechtigkeit und Frieden wünscht. Weil ich glaube, wenn wir alle die Menschen so definieren könnten, dann könnten wir uns auch wieder wie Kinder gegenübertreten, nämlich ohne vorgefertigte Meinung und völlig weltoffen. Das wünsche ich mir. So, ich bin Thorsten, ich bin Mensch. Und ich wünsche mir, dass die Tiere und die Lebewesen auf dieser Welt einfach die Angst vor uns verlieren können, dass sie wieder zahm werden und uns nicht mehr fürchten müssen. Das wünsche ich mir. Dankeschön. Hallo zusammen. Ich wünsche mir für meine Kinder und die nachfolgenden Generationen eine Welt, eine nachhaltige Welt, ohne Fracking und Genmais. Dankeschön. Hallo, ich bin Klausi. Gott wohnt in jedem Menschen und ich wünsche mir, dass alle Menschen das erkennen und ich kann euch auch sagen, wo er wohnt, das ist im Herzen. In der vierten Herzkammer ist eine fünfte Herzkammer versteckt und das ist der Ort, wo Gott in uns wohnt, bei allen Menschen. Danke. Hallo, ich heiße Thomas. Hallo Thomas. Ja. Ja, hallo, ich bin Mensch, ich heiße Anja und ich rede wirklich nur für mich, weil ich kenne euch ja alle überhaupt nicht. Aber für mich kann ich sprechen und das ist auch eins von den Wünschen, was ich mir wünsche. Jeder kümmert sich um sich selber, dann haben wir schon echt viel, sind schon vielen Menschen geholfen. Ich bin ein totaler Noob. Ich sehe die Fahnen und ich frage meinem Schatz, was sind das für Fahnen? Also ich bin eine von diesen, die so null Ahnung hat. Politisch komplett unbeleckt. Ich gehe mal wählen und mal nicht. Und das wollte ich einfach nur mal so zeigen. So guck mal, das bin ich. Und ich bin trotzdem hier. Und das ist einfach, weil ich weiß nicht viel. So, nicht wirklich Wissen im Kopf. Das macht mich ganz irre hier. Ganz irre. Ich weiß es nur hier. Und hier. Was ich hier fühlen kann, das macht mir so, ich bin bald 50 und diese Scheiße muss aufhören und dieses werdet wach, so ich werde auch wach und ich mache gerade sowas wie veganes Ernähren und dann esse ich doch wieder ein Eis und ja Gott, ich versuche meinen Sohn gut zu erziehen und dann als nächstes brülle ich ihn doch wieder an und diese Verschwörungstheorie meiner Eltern, dass Gefühle irgendwie scheiße sind, ich bin manchmal auch ganz schön wütend.
So, aber das... Ja, Menno. Aber ich finde es einfach toll, wenn wir alle hier Mensch bleiben und sein dürfen und uns gegenseitig, wenn ihr mir auch helft, mir was erklärt, nur weil ich ein bisschen dümmer bin, bin ich in anderen Sachen unglaublich schlau. Und von daher, lasst uns das doch tauschen. Das ist mein Angebot. Ja, hallo, ich bin Sebastian. Ich habe diese Rede gerade in der Bahn vorbereitet, auf dem Weg hierher. Deswegen verzeiht mir, wenn ich nicht so frei spreche. Ich bin nicht so der Typ, der gerne vorne steht eigentlich. Heute ja. Okay, ich saß letzte Woche alleine zu Hause und habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Über unser Leben, wie es läuft und wie es vielleicht auch besser sein könnte. Und meine Rede hat den Namen Ich habe einen Traum. Okay. Ich habe einen Traum von einer Welt, in der wir Menschen wieder menschlich zueinander sind. Ich habe einen Traum von einer Welt, in der es keine Kriege geben muss, um das Wirtschaftssystem am Leben erhalten zu können. Ich habe einen Traum von einer Welt, in der es keine Überwachung gibt. Ich habe einen Traum von einer Welt, in der Nachhaltigkeit als selbstverständlich angesehen wird. Denn wir haben diese Erde nur von unseren Kindern geliehen. Ich habe einen Traum von einer Welt, in der die Hautfarbe keine Rolle spielt. Ich bin Nationalität, Mensch. Ich liebe mein Land, aber ich verachte deswegen nicht pauschal andere Länder. Ich habe einen Traum von einer Welt, in der die Politiker als Volksvertreter wieder das Volk vertreten. Und keine Interessen von einzelnen Lobbyisten. Ich habe einen Traum von einer Welt, in der es eine richtig freie Presse gibt, die objektiv berichtet und keine Lügen verbreitet sowie unterstützt. Ich habe einen Traum von einer Welt, in der es keine Gennahrung gibt. Speziell präparierte Nahrung ist nicht unbedingt gesünder. Es ist Gift für uns. Guten Tag, ich bin Jan und ich rede hier für mich. Und mir ist leider aufgefallen, dass manche Leute dann sowas sagen wie die Banken sind das Problem oder dieser und jener ist das Problem oder der Politiker oder Angela Merkel oder wer auch immer. Und dazu bin ich dann mal kurz ins Internet gegangen, habe ein bisschen recherchiert und laut Focus haben wir alle insgesamt zusammen 5,027 Billionen Euro Geld auf der Welt und die Banken in Deutschland. Haben das auf der Bank, das Geld, und das sind selbst bei 1% Zinsen schon 50 Milliarden pro Jahr und jedes Jahr mehr, die die Banken dann aufbringen müssen. Das heißt, die arbeiten ja auch für uns, für jeden von uns, der Geld auf der Bank hat. Und deswegen finde ich das nicht in Ordnung, dass dann einige Leute dann auf die Banken zum Beispiel zeigen. Und deswegen möchte ich hier mal eine Lanze für die Banken brechen. Die arbeiten auch für uns zum Beispiel mit. Und ich finde, wir sollten dann bei uns selber anfangen und nicht irgendwie, dass dann ein anderer der Feind ist, sondern ich persönlich, ich bin auch dann Kapitalist. Ich trage auch billige Schuhe oder sonst was. Wir sind alle ein kleines Stück Kapitalisten. Wir sind alle ein kleines Stück mit Kapitalismus und wir müssen uns selber verändern, um den Kapitalismus zu verändern. Das ist meine Botschaft. Danke. Und ich muss für mich persönlich jetzt nochmal sprechen. Ich habe mir vorhin, habe ich mir gewünscht, dass wir alle Menschen in unser Herz mit einschließen. Und ich meinte damit auch wirklich alle Menschen. Auch diejenigen, die gerade vom System profitieren, auch die Banker, auch die Politiker, auch die Journalisten. Weil viele von diesen Leuten, die sind auch einfach nur im System gefangen und überlegen sich, für mich selber fahre ich jetzt besser, wenn ich im System mitmache oder die vielleicht Angst haben, etwas zu verändern. Und nur wenn wir wirklich von den Feindbildern wegkommen und sagen, wir arbeiten alle zusammen an etwas Neuem, dann kann man meiner Meinung nach auch etwas Neues schaffen, was für uns alle gut ist. Danke. Hallo. Hi. Ich bin Mensch, ich bin Shader und ich möchte gerne ein paar, nicht Denk-, sondern eher Gefühlsanstöße geben, weil ich denke, es wird zu viel gedacht. Und ich glaube, wir kennen eigentlich alle die Antwort und die ist einfach in unserem Herzen und man muss nicht so viel definieren und manifestieren, weil eigentlich im Grunde genommen sind wir alle gleich und ich habe vorhin so Sachen gehört wie wir müssen uns vereinen und wir müssen eins werden. Ich glaube, wir sind eins. Also wir sind doch alle aus demselben Zeug gemacht irgendwie. Wir fühlen irgendwo alle dasselbe, wir wollen alle dasselbe und wir müssen eigentlich nur aufwachen. Augen auf und sehen, hey, wir wollen alle dasselbe, eigentlich ist es ganz einfach. Und vieles wird, glaube ich, so formuliert, dass es so klingt, als hätten wir 1000 Hindernisse, aber ich glaube, das haben wir gar nicht. Und uns gehört die Welt
mir gehört die ganze Welt genauso wie euch. So, und ja, also hallo nochmal. Ich bin Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich bin in Vertretung hier für Thorsten. Im Endeffekt ist es die juristische Person in meinem Leben. Die hat ja eh nichts mehr zu sagen oder nicht so viel. Und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht und es ist nicht ganz leicht, jetzt hier zu sprechen, weil es kommen so viele Eindrücke von so guten Rednern auch rüber. Mein Thema war aber so Autarkie. Was kann ich alleine für mich schaffen? Was kann ich auf die Beine stellen? Und oh. Und Dankeschön. Und das nagt schon lange an mir selber auch. Und ich habe es jetzt einfach gemacht. Ich bin einfach aufgestanden, habe das Geld von der Bank geholt und es ist ja nicht weg. Ich habe es umgewandelt in was Großes, in einen Garten. So, bam. Die Entscheidung hat 2 Stunden gedauert. Das war einfach machen. Ich bin so glücklich damit und es ist so schön. Ja, und wenn das jeder machen würde, irgendwie in seinem Rahmen der Möglichkeiten, denkt drüber nach, was könnt ihr für euch tun? Was kann ich gut? Wie es schon angesprochen wurde, dann stricke ich Socken und tausche die. Da müssen wir wieder zurückkommen. Das war nämlich, bevor das Geld da war. Wenn wir das Geld weghaben wollen, dann müssen wir uns selbst versorgen können. Tja, man ist doch aufgeregter als gedacht. ja, und ich bin auch ein bisschen traurig gerade, weil es ist so schön. Es sind so viele Leute hier, diese Energie, die hier rumschwingt, das ist gerade heute. Und es kommen immer genau die Themen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, es kommen genau die Themen, was man sich gewünscht hat. Und es passiert, das ist ein totaler Umbruch, der hier stattfindet. Und ich bin traurig aus dem Grund, dass ich nicht mehr hier nach Hamburg kommen werde. Ich werde diesmal das letzte Mal hier sein, weil ich keine Lust habe, jedes Mal von Lüneburg hierher zu fahren und damit Benzin zu verfahren, Geld auszugeben, das irgendwelchen Konzernen in den Rachen zu stopfen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich stelle mich nächste Woche in Lüneburg auf eine Holzkiste. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Und vielleicht bietet an euch, wenn ihr aus dem Lüneburger Raum Leute kennt, informiert sie. Nächsten Montag, 18 Uhr, ich denke vom Rathaus wird es passieren. Wo sonst? Auf dem Marktplatz. Hallo nochmal. Vorab möchte ich sagen, ich finde es schön, dass wir alle für etwas hier stehen und dass wir unsere Energien für etwas aufbringen und nicht, wie man es lernt, oft gegen etwas. Für mich war es auch immer einfacher, gegen etwas zu reden und zu sagen, ja, guckt euch die Jugend an, guckt euch an, wie das sich entwickelt. Das kann so nicht gut gehen. Aber seitdem ich hier stehe, habe ich wieder den Glauben zurückgefunden an den Menschen, weil er hier für etwas steht und sich nicht darüber definiert, einfach nur gegen etwas zu sein, wie auch zum Beispiel mit den Flaggen da drüben, die Jungs. Ich verstehe das nicht. Das ist auch ein Applaus für uns alle hier selber, für jeden Einzelnen, dass wir für etwas unsere Energie aufbringen. Und deswegen habe ich immer wieder ein kleines Gedicht mitgebracht. Ja. Es ist verführerisch, wenn Lyrisches auf Metaphysis trifft. Mystisches, Gefühlsgemisch, das auf Vinyl gepresst nichts dem Zufall überlässt. Ich halte die Gefühle fest, damit dieser Text mir das übersetzt, was ich nicht verstehen kann. Denn auf den letzten Metern hält für diese Welt immer wieder mal der Weg an. Weil der Mensch nicht widerstehen kann? Nee, Mann. Ich heb ab, ich fliege über Wälder, grüne Felder, Kühe, Kälber, plötzlich Züge ähnlang, grauer Teer, Auto her, Laufverkehr, Maut und Meer. Die Menschen bauen noch mehr, die Natur kann sich ja kaum noch wehren. Doch ich rap und tu mal so, als ob ich draußen wäre. Ja, ich tu mal so, als ob ich draußen wäre, aber da saust Verkehr, zu viel Kraut und Teer, Frauen und Herren, die sich streiten, all das schlaucht einen sehr. Doch ich tu mal kurz so, als ob ich draußen wäre. Nee, ich bin noch immer drin, hier in meinem Inneren und Äußern mindert Sinn noch immerhin, denn mittendrin verbittert Tim. Oh, warum ich niemals davon abließ, weil die Musik mir den Takt gibt. Und die Natur ist mein Antrieb, seht nur, wie sie da liegt und das Land gießt, damit allerhand sprießt, was ich dann genießt. Guten Appetit und lasst es euch schmecken. Doch vergiss nicht, in die Erde neue Samen zu stecken. Wir könnten Leben damit erwecken. Was soll man uns Menschen denn noch alles schenken, wenn wir den nur unseren Frust darin ertränken. Ja, ja, wir stehen unter Beschuss von der Lust und dem Frust, doch wir müssen und wir wollen und wir brauchen es, saufen es, kaufen es, rauchen es, auch jetzt in diesem, dem nächsten und in jedem Moment. Es ist so schwer, sich von diesem verfluchten Leben zu trennen und wo wären wir denn ohne dieses ewige Rennen mit diesem dämlichen Trend? Ich hab dagegen gelenkt, doch das WLAN hat mir meine Seele erhängt und seitdem geht sie den Medien fremd.
alle dem dort draußen zu lauschen, ohne dabei Augen zu gebrauchen. Berauschend, wie für dich etwas kaufen und aussehen von außen? Nein, doch wir laufen diesen Lauf entlang, andauernd drauf und dran, drauf und krank, drauf und dran, mit Augen und Verstand alles auszumerzen, was wir brauchen im Herzen. Wir pusten 1000 Kerzen nur aus Scherz, denn wir wissen nicht, wo wir her sind. Wir können es nicht auf den Kern bringen, nicht mal im Entfernten, weil wir nicht bemerken, von wem unsere Führer früher all das hier erlernten. Sie sehen böse Saat, die sie niemals ernten. Nein, sie lassen uns verderben. Doch wir werden uns trennen, also lasst uns etwas Gutes vererben. Tut es für die Erben, tut es für die Erden, diese Milliarden in diesen Universen. Ja, danke. Eine Sache noch vielleicht. Für die Energien, die wir für etwas aufbringen, das habe ich letztes Mal schon einmal versucht. Das geht so, 24-7 für Gerechtigkeit und Frieden. 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 24-7. Weiter so, wirklich 24-7. Ich glaube, wir können das erdrehen hier, das Ganze. Ja, hi. Apostolos heiße ich. Bin 72 in Frankfurt am Main geboren, bin griechischer Staatsbürger. Und John Silver hat mich gefragt, ob ich hier ein bisschen was reden will. Es sind ein paar Sachen dabei, die heute schon gesagt wurden. Also wenn irgendwas zu viel wiederholt wird, bitte rote Karte hoch und dann gehe ich auch sofort wieder runter. Und zwar, kann ich auch hinstecken. So. Und zwar will ich eigentlich als allererstes sagen, ich stehe hier mittendrin. Weder vorne noch hinten, noch links, noch rechts, noch oben, noch unten. Mittendrin! Es passieren viele Sachen in den letzten Jahren, die mich sehr besorgen. Ich lese auch ein bisschen was ab, weil das habe ich gestern erst geschrieben und kann es nicht so frei rausbringen. Und zwar gibt es viele Themen, viele Meinungen, Kommentare oder Theorien. Viele Quellen und es ist für jeden alles verfügbar. Jeder, der hier steht, hat seine Recherchen gemacht, seine Meinung gebildet, verschiedene Quellen und Sites favorisiert, die seiner Meinung nach die richtigen sind. Darauf möchte ich auch nicht eingehen. Jeder hat seine Meinung, ist mit dieser auch bestimmt schon mal angeeckt, auch ich, vielleicht auch heute. Jeder hat etwas anderes gelesen oder etwas anders gelesen oder etwas anderes gelesen, es ist halt so. Ich stehe hier heute, weil ich mir große Sorgen um den Frieden mache. Ich mache mir aber sehr große Sorgen um meinen Sohn und alle jüngeren Generationen, die dazugehören. Apropos jüngere Generationen. Diese 1/3-10% der Welt, die haben doch schon so viel Geld, dass ihre nächsten 25 Generationen versorgt sind. Warum noch so gierig? Wenn das aber so weitergeht, schaffen es nicht mal die nächsten 5 ihrer Generationen zu überleben. Es kann doch nicht sein, dass mich Leute, die die Welt zerstören, für den Blöden halten. Die letzten Wochen habe ich mir auch viele Fragen gestellt, bis dann dieses Wort wieder in ganz großen Buchstaben auf der Bildfläche erschien. Verschwörungstheorien. Ich soll also Verschwörungstheorien aufgesessen sein? Ist es eine Verschwörungstheorie, wenn die Medien uns zu einem Krieg einstimmen wollen? Wenn das Freihandelsabkommen hinter verschlossenen Türen verhandelt wird? Wenn der Abhörskandal ohne jegliche Konsequenzen oder Folgen bleibt? Ist es eine Verschwörungstheorie, wenn die Finanzblase, die geplatzt ist, weiterhin aufgeblasen werden kann? Wenn wichtige Gesetze im Bundestag verabschiedet werden, obwohl nur 10% der Abgeordneten anwesend sind und das innerhalb von 15 Minuten? Wenn die vom Volk ins EU-Parlament gewählt werden, bei den großen Sachen nichts zu melden haben und die wirklich dafür entscheiden, gar nicht direkt vom Volk gewählt wurden? Oder ist es eine Verschwörungstheorie, wenn Gesetzentwürfe von Lobbyisten diktiert werden? Die erzählen einem was von Theorien, aber was mir tierisch auf den Senkel geht, ist deren Praxis. Und die Massenmedien. Die Manipulationen im innen- und außenpolitischen Gebieten sind schon weit über die Grenzen hinaus. Beispiele gibt es vielen. Mensch, ich habe auch natürlich viel gelacht. Über die gleichen Bilder mit anderen Überschriften, anderem Kontext. Über die gleichen Videoaufnahmen, die in ausländischen Nachrichten aber ganz anders dargestellt werden. Und von Moderatoren, die versuchen, beifallheischend Andersdenkenden die Worte umzudrehen. Mensch,
Mensch, Mensch, Mensch, wie sehr habe ich allerdings auch geweint, wenn ich Sendungen sehe, die für einen IQ von 5 bis 30 vollkommen ausreichend sind. Wenn außerirdische Probleme, die die Welt hat, nicht aufgezeigt werden. Drei ganz wichtige Probleme, die ineinander übergreifen und deren Handhabung bringen mich zur Weißglut. Der Weltfrieden, unsere Umwelt und die Gerechtigkeit. Das sind meiner Meinung nach die drei ganz wichtigen Sachen. Die meisten Kriege werden wegen den Ressourcen geführt, egal in welcher Form. Wasser, Öl, Gas, seltene Erden und so weiter und so fort. Müssen wirklich alle erst erschöpft sein, damit wir erstmal zum Frieden kommen? Und haben wir dann überhaupt irgendwas, um den Frieden noch zu genießen? Frage. Ich möchte jetzt jemanden zitieren, und zwar Erich Fried, der sagt, wer sagt, hier herrscht Freiheit, der lügt, denn Freiheit herrscht nicht. Hier geht es nur um Macht und sonst gar nichts. Was aber zurzeit herrscht, ist eine Propaganda, die es vorher noch nicht gegeben hat. Ich möchte damit nicht frühere Propaganda leugnen. Das sage ich so, weil ich dieses Mal die Möglichkeit habe, mich zu informieren. Technologie hilft ungemein. Es macht mich traurig zu sehen, wie abhängig die Politik von der Wirtschaft ist. Es macht mich auch traurig, der Böse, der Arrogante, der Kriegstreiber zu lesen. Und das nicht in einem Roman, sondern in den Massenmedien. Es wird alles unternommen, um sich Ressourcen und Territorien einzuverleiben. Und oft wird dann das Völkerrecht vorgeschoben. Besser wäre es meiner Meinung nach, wenn das Völkerrecht überall und für alle gleich sein würde. Es macht mich traurig zu sehen, dass die Politik Gesetze durchwinkt, die unsere Gesundheit gefährlich angreifen. Wasser soll privatisiert werden. Wenn ich mir dann die Pro-Wasser-Privatisierungsgespräche angucke, wird mir echt schlecht. Bei vielen Anliegen wird enthalten, woanders wird durchgewunken und andere Gesetze, siehe Datenschutz und Privatsphäre, werden gelockert innerhalb von Tagen. Liege ich wirklich so daneben mit meiner Einschätzung? Nein. Danke. Dann mein zweites Problem, die Umwelt. Meiner Meinung nach ist es auch schon kurz nach 12. In den letzten 10 Jahren die CO2-Emissionen um jedes Jahr 2,2% gestiegen, auch wenn sie eigentlich immer weiter runter sollten. Klimakonferenzen gibt's, Kyoto-Abkommen, alle sollten sich dran halten. Nur die, die das meiste verursachen, sagen da einfach, nö. Und das ist dann halt so. CO2-Emissionen und Mengen können aufgekauft oder verkauft werden. Du hast in deinem Land nicht so viel, um CO2 zu produzieren, also kann ich mir deine Abteile abkaufen, somit bin ich aus dem Schneider, sagt dann der Große, Starke. Wir haben Reaktorunglücke mit großen Schäden. Die Westküste Nord- und Mittelamerikas ist massiv kontaminiert. Die USA schrauben seit 2 Jahren ihre Grenzwerte hoch, damit weiterhin verkauft und exportiert werden kann. Milch, Obst, Gemüse, Wein, Hülsenfrüchte. Aber schön weiter exportieren. Wo sind denn da die Massenmedien? Unsere Meere sind leer gefischt. Wir haben überall in unserer Nahrungskette Plastik. Allergien erleben seit Jahren einen Boom. Großkonzerne melden Patente an auf Nahrungsmittel, die Natur schon seit Jahren liefert. Genmanipulierte Sorten und Monokulturen werden verstärkt angepriesen. Unser Grundwasser ist schon extrem belastet. Und die Politik ist der Lastkarren, der uns das alles zum Markt fährt. Wie kommt das? Alles ist nachzulesen in vielen, vielen verschiedenen Medien, um die man sich aber selber kümmern muss. Für diese Medien wird es allerdings niemals Werbung geben. Und dann der Welthunger. Es macht mich wütend. Wir reden über den Erhalt der Artenvielfalt, aber jeden Tag sterben nach letzten Schätzungen 170 Tier- und Pflanzenarten aus. Jeden Tag. Die Bienen sterben, aber es ist ein Phänomen, das sich die Industrie nicht erklären kann. Auch wenn Wissenschaftler ihr was anderes unter die Nase halten. Was habe ich nicht verstanden? Und dann Gerechtigkeit. Die gibt es nicht, sonst würden nicht Millionen von Menschen den Hungertod erleiden. Die Firmenpolitik, die Lebensmittelspekulation, die Ausbeutung der Arbeitskraft. Und mir will jemand erzählen, die Sklaverei ist abgeschafft? Was habe ich nicht verstanden? Jetzt komme ich zu 2 persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. In den 80er Jahren bin ich noch zur Schule gegangen und bei den meisten meiner Schulkameraden war das so, da hat nur der Vater gearbeitet. Die Mutter hat vielleicht so einen kleinen Nebenjob gehabt, um irgendwas zu tun zu haben. 4-köpfige Familie, ein Einkommen, sogar 2-mal im Jahr Urlaub. War eigentlich kein Thema. Wie viele 4-köpfige Familien können heute von einem Einkommen leben?
92 habe ich als ungelernter Verkäufer Jeans verkauft in Frankfurt. Habe 2700 Mark verdient, netto wohlgemerkt, auf meinem Konto. 20 Jahre später lebe ich in Hamburg, bin gelernter Schlosser und Schweißtechniker und verdiene 1300 Euro. Was habe ich nicht verstanden? Bravo! Ubuntu heißt in ihrer Kultur, ich bin, weil wir sind. Doch liebe Leute, lasst euch sagen, so muss es gar nicht sein. Denn wenn wir jetzt nicht verzagen, wird unsere Zukunft Freiheit sein. Gemeinsam für eine Welt in Frieden, wir werden immer mehr. Denn wir wollen uns nicht bekriegen. Ist das denn so schwer? Wir wollen auch nicht, dass die Natur, so einzigartig wie sie ist, zerstört wird für Profit on Tour, nur damit es wisst. Krieg und Blut für Macht und Gier, was bildet ihr euch ein? Wartet nur schön ab da oben, bald werden wir Goliath sein. Da gibt es nachhaltige Energie für lau, die Erde kann uns selber wärmen. Ja Leute, macht euch doch mal schlau, davon brauchen wir nicht nur schwärmen. Jedes Kind auf dieser Erde soll haben Haus und Brot. Niemand müsste Hunger leiden. Befreien wir uns aus dieser Not. Bravo! Dafür und noch für vieles mehr steht hier unser Reim. Drum hört gut zu, macht selber mit und stimmt auch hier mit ein. 24/7 für Gerechtigkeit und Frieden. 24/7 für Gerechtigkeit und Frieden. 24/7 für Gerechtigkeit und Frieden. Dankeschön. Hallo, ich bin Mensch, ich bin Patrick und ich habe keinen großen Text vorbereitet. Ich habe eher einen kleinen Part geschrieben. Meta, unsere Meta hat hier einen Track geschrieben, der soll noch weiter ausgeweitet werden. Der Weltfriedenssong, ich weiß nicht, ob ich es schon gehört habe, bei Facebook. Ich habe einfach einen kleinen Part dazu geschrieben, weil ich von dieser Bewegung erfahren habe und es berührt mich einfach und es macht mich einfach fertig, wenn ich immer wieder erfahre, was dann noch alles so los ist auf dieser Welt und was alles noch so schlecht ist und so weiter. Und ist einfach A Cappella und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Dann mache ich einfach A Cappella. Okay. Manchmal kommt es mir so vor, als red ich gegen die Wand. Keiner will die Wahrheit hören und keiner geht es was an. Dabei betrifft es uns auch alle nicht, nur in diesem Land haben die Leute längst genug und die Massenmanipulation erkannt. Ich steh auf, ich geh raus und schrei laut, glaub nicht, es ist falsch, nicht gerecht, das System hat uns alle an den Eiern. Warum macht keiner was, alle sehen sie zu, war der erste oder zweite Weltkrieg euch nicht genug? Viel zu viele laufen blind durch die Gegend. Hör nur auf die Medien, die nur Dünnschiss erwähnen. Dann verkünde ich eben die Wahrheit und rappe für mehr Frieden und vor allem mehr Klarheit. Es sollte mal klar sein, hier muss sich was ändern. Ich hab nicht genug Zeit, um meine Zeit zu verplempern. Das war's schon, danke. Wer entscheidet eigentlich darüber, wie viel die Arbeit eines einzelnen Menschen wert ist? Warum ist die Arbeit, die gleiche Arbeit in einem Land mehr wert als in einem anderen Land? Warum ist die Arbeit zum Beispiel mehr wert von demjenigen, der am Büro sitzt, im Stuhl, als der auf der Straße ist und die Straße pflegt? Oder ich weiß es nicht. Also das sind einfach nur Fragen, die ich gerne in die Runde werfen wollte, um ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Ich meine, wir stehen hier ja nicht und sagen, wir wissen es besser, sondern wir stehen hier nur und sagen, irgendwas, das läuft doch da schief, oder? Ja. Gut. Und wo Moritz gerade die Statistik zitiert hat, da wollte ich nochmal eine Sache zitieren. Das zauber ich mir jetzt nicht aus dem Hut, sondern das hat ein englisches Wirtschaftsforschungsinstitut herausgefunden. Wie kann es sein, dass die reichsten 85 Menschen der Welt so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung? Da ist doch irgendwas faul. Es kam wirklich eine Phase, wo ich mich sehr, sehr allein gefühlt habe. Ja, und ich mag jetzt einfach mal zu behaupten, dass es mir da jeden Montag veranstalten. Genau das gibt mir die Kraft und sagt mir, dass ich nicht alleine bin. Vielen Dank dafür. Ja, und wenn wir jetzt diesen Wohlstand auf die gesamte Welt verteilen würden, also 7 Milliarden Menschen diesen Wohlstand haben, würden wir durch. Das wäre ganz toll. Das ist, ich esse ich sie.
Aber auch da sage ich, empört euch. Es kann ja wohl nicht sein, dass nach 4 Wochen ein Brötchen noch genauso aussieht wie vor 4 Wochen. Was ist denn da nicht? Ja, okay, ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Und zwar ist das die Sache mit dem Wählen. Ich habe das also es ist nicht meine Aussprache, aber ich habe es mal gehört und das fand ich sehr geil. Also wenn man zum Wählen geht, dann nimmt man also seine Stimme und legt sie in eine Urne. Ja, Urne per Definition ist ein Aufbewahrungsbehälter für sterbliche Überreste. Und daher sage ich, geht bitte nicht wählen, denn ihr habt sowieso keine Wahl. Da steht ja nicht sowas wie, ich möchte nicht oder ich möchte mal ein anderes System. So, ja. Und behaltet eure Stimme. Ganz wichtig, behaltet eure Stimme, gebt sie nicht ab. Kommuniziert, macht weiter. Super toll, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ihr seid der Hammer. Na scheiße, die Zeit ist sauer. Dann sie will Lösung und kein, na, vielleicht wird es noch dauern und keiner weiß nichts Genaues. Der Pfad zum feinen Glanz, der uns einst umgab, weist in die Verdammnis und drüppig bleibt nur das Trauma. Vermessenheit ist hier nicht brauchbar, aber die, die das wissen müssten, übertreiben lautstark, denn wir bauen ja gerade an künstlichen Reservaten und wir pflanzen ein paar Bäume und schimpfen gegen die Staaten. CO2 wird sich erledigt haben in 10 mal 10 Jahren und wenn das nichts bringt, leben wir auf dem Mars als Primaten, 10 Milliarden. Und du scheißt auf den Lokus? Nein, mein Freund, du scheißt auf den Globus. Hi, ich bin Mensch, ich heiße Echnaton und ich freue mich sehr hier zu sein, denn ich komme extra aus Lübeck hierher. Ich habe mich ein bisschen informiert und finde das wirklich gigantisch, dass ihr hier seid alle. Riesensache. Und kommt wieder, bringt die Leute mit, die ihr lieb habt, denn denen wollt ihr helfen und sorgt einfach dafür, dass die Leute offen der Wahrheit gegenüberstehen und wirklich mal ein bisschen hinterfragen, was denn nun wirklich sein kann und was nicht. Und da kann man sich, denke ich, wirklich am besten seine eigene Meinung bilden, denn wenn man auf sein Herz hört und ehrlich zu sich selber ist, dann lügt man auch nicht und dann möchte man auch nicht gewisse Lügen glauben, die einem aufgetischt werden. Beziehungsweise fühlt sich schon ein bisschen beschämt, wenn man das teilweise mitbekommt, wie hart die versuchen, einem was aufzudrücken. Also, na gut, so viel zu den Details. Und an und für sich, wenn jemand was für sich verändern möchte, habe ich in meinem Leben rausgefunden, dass es mir sehr geholfen hat, zu mir selber ehrlich zu sein. Also einfach auch mal zu hinterfragen, warum möchte ich das von dem anderen? Möchte ich das von dem, weil ich mir dadurch etwas erhoffe und dann denke, das kriege ich zurück oder sowas? Das habe ich hinterfragt und mittlerweile schaffe ich es immer mehr für mich, Dinge zu tun, einfach nur, weil ich es wirklich aus meinem Herzen heraus möchte, nicht weil ich einen materialistischen Wert dafür als Gegenleistung erwarte oder ähnliches. Hallo Leute, ich bin Mensch, ich bin der Mann mit dem Koffer. Ich sag das so, weil ich bin sozusagen aus Hessen heute hierher gekommen, bin nicht nach Hause, bin extra nach Ostern hierher, um bei euch zu sein. Ich finde super, dass alle hier sind. Aber doch, ja, und ich habe den Glauben hier an die Menschen wiedergefunden und ich glaube, dass mit mehr Menschen wie uns oder wenn mehr wach werden wie wir hier, wird diese Welt nicht untergehen. Mit uns nicht, aber ohne uns. Und deswegen sollten wir weitermachen mit dem, was wir tun. Moin, Menschheit. Wir haben ja gerade die letzten Jahre festgestellt, dass wir belogen wurden. Manche denken schon 2000 Jahre lang. Das, was jetzt aktuell gelogen wird, ist die neue Weltherrschaft oder die neue Weltordnung. Das, was uns erzählt wird, ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, die neue Weltherrschaft übernimmt jeder Einzelne selbst. Das nennt man Selbstwahrnehmung oder Selbstherrschaft. Also, wenn wir alle Selbstherrscher werden über das, was wir sind und das, was wir sein wollen und unsere Gedanken bestimmt den Grad der Qualität, das, was wir sind, das, was wir sein wollen. Und die Gedanken sind frei, wenn wir uns mit den Nasen laufen, wahrnehmen, dass das eine Entgiftung ist und wenn wir in Gedanken nicht mehr vergiftet sind und keine Lücken mehr in unserer Vergangenheit aufweisen können, dann haben wir unser wahres Ich entdeckt und dann können wir diese Welt zu dem machen, was sie ist. Unsere Mutter, einzige Mutter Erde. Hallo, ich bin André, ich bin auch Mensch. Nein, ich bin André. Wir sind André. Yeah. Und ich wollte noch mal ein Wort an die Leute von der Antifa richten. Und zwar wollte ich noch mal herzlich Danke sagen, dass ihr auch da seid. Und dass ihr uns daran erinnert, dass wir auch wirklich kritisch mit dem umgehen müssen, was wir hier sagen.
und dass wir nicht uns gegeneinander aufhetzen lassen, weil ich meine, sie stehen auch im Regen und sie sind genauso hier wie wir mit dem Anliegen und das Recht haben sie auch. Danke. Ich bin Alex, ich komme aus Serbien, ich spreche für mich und ich denke, ich spreche für die Mehrheit hier. Wir haben uns hier alle versammelt, um für den Frieden zu demonstrieren, gegen diese ganzen Propaganda-Scheiß von den ganzen Massenmedien. Denn wir wollen im Frieden leben und wir haben keine Lust auf Krieg und so eine Scheiße. Versteht ihr? Wenn wir jetzt nicht unsere Freunde rufen, dass die hier auch mit herkommen, um zu demonstrieren, werden wir es irgendwann bereuen. Wir werden uns irgendwann die Zeit zurückwünschen, wo wir noch etwas verändern konnten. Und später wird es zu spät sein. Versteht ihr, was ich meine? Der Frieden wird siegen! Der Frieden wird siegen! Danke! Dankeschön. Kurz, ich bin Mensch, mein Name ist irrelevant. Um kurz Bezug zu nehmen auf meinen Vorredner, dass er erwähnt hat, dass er verrückt wird vor seiner Familie, dies, das. Ich persönlich habe in meinem Portemonnaie einen Schein, der bescheinigt, dass ich psychisch krank bin, nur weil ich das System hinterfrage. Meine Familie glaubt das, das macht mich fertig. Ich bin verzweifelt gewesen, bis ich das erste Mal auf der Montagsdemo war. Gesehen hat, dass und ich freue mich, dass es nicht geklappt hat, was ich versucht habe bisher. Und ich werde es nie wieder versuchen. Und thank you.